Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein selbst kreiertes Designpapier herstelle. Dazu habe ich mir einen weißen Farbkarton zugeschnitten in dem Maß 29,6 x 14,8. Das Stempelset, was ich dazu verwende, wird das Stempelset Alle meine Geburtstagsgrüße sein. Und zwar werde ich nicht diesen großen Stempel nehmen, weil ich wirklich farblich getrennt stempeln möchte, werde ich diesen Stempel verwenden, diese Blätter werde ich verwenden, diese Ranke noch, diesen Blütenteil und die Punkte. Stempeln möchte ich in den Farben Currygelb, Sommerbeere und der Hintergrund wird Schiefergrau. Und letztendlich werde ich dann noch Silber embossen. Wir fangen mit den Blüten an. Dazu brauche ich erst nur die zwei Farben Currygelb und Sommerbeere. Und ich habe mir die Stempel alle auch schon auf meine Blocks aufgezogen. Das ist mein zugeschnittener Farbkarton in Flüsterweiß. Was nicht fehlen darf, ist natürlich unser Stempelreinigungskissen, denn wir werden zwischenzeitlich die Stempel recht häufig reinigen. Den bereite ich mir dann vor, indem ich den schon auch mit Stempelreinigungsflüssigkeit benetze, damit das gleich losgehen kann. Ich starte mit diesem Blütenteil in der Farbe Currygelb. Ja, und stempel ganz einfach mal wild drauf los. Da ich um den Blütenkelch rundherum schon noch einiges dazu stempeln möchte, lasse ich mal ein wenig Platz drumherum. Soll ja noch ein Blatt dahin und noch diese zusätzliche Ranke. Jetzt reinige ich den Stempel schon einmal, um die Farbe wechseln zu können und stempel nun mit dem Farbton Sommerbeere. So, wieder gereinigt, werde nun diesen kleinen Blütenknospen stempeln. Da gibt es keine Regel. Das muss auch nicht ganz akkurat, was mit diesen Stempeln, diese Gummistempel, ja sowieso nicht möglich ist, weil wir nicht durchschauen können. Bei den Klarsichtstempeln haben wir ja immer die Möglichkeit, durch das wir hindurchschauen können, auch ein korrektes Auftreffen der Stempel hervorzubringen. Lässt sich hier nicht machen, also ignorieren wir es komplett. Und zwar werde ich nun dieses Blatt Ornament stempeln. Das natürlich Limette. Ich finde die Farbkombination jetzt sehr frühlingshaft, was ich auch benötige. Denn das Papier hat schon seine Bestimmung. Da werde ich mit basteln. Und zwar werdet ihr das Produkt am 15.04. bei unserem Super Sonntag vom Stempelzeit Kreativteam. Da könnt ihr sehen, was ich dann mit diesem Papier angestellt habe. Ich hoffe, dass ihr den Super Sonntag besucht. Und es wäre total schön, mal zu erfahren, was du davon hältst. Das kannst du mir natürlich erzählen, indem dass du mir einen Kommentar da lässt. Das würde mich riesig freuen. Wechsel wieder die Farbe und dann habe ich noch diese Blüte herausgesucht, die ich jetzt noch in den beiden Farben stempeln möchte.
nun kommt die letzte Farbe. Dazu nehme ich mir dann noch ein Schmierpapier, denn diesen Stempel, den stempel ich mehrfach ab, weil ich den wirklich als Hintergrundstempel nehme. Und zwar ist das ja Schiefergrau. Und dann nehme ich, glaube ich, den zweiten ab. Das heißt, ich stempel einmal einen Stempel, dann erst. So, das habe ich jetzt alles im Zeitraffer gezeigt. Ich glaube, wie ich stempel, das könnt ihr genauso gut. Und soweit ist jetzt unser selbstdesigntes Papier fertig. Ich finde das total gelungen, aber es fehlt noch so der kleine Pfiff. Denn wir werden das Designpapier jetzt noch mit silbernem Embossingpulver embossen. Unser Embossing Body. Damit fahren wir über unser Papier, welches wir embossen möchten, so dass unser Embossingpulver wirklich auch nur dort anhaftet, wo wir es hinhaben möchten. Stempeln möchte ich mit diesem Stempel. Dazu benötigen wir unser Versamark. Man kann natürlich, durch dass man den Glanz erkennt, schon so ein bisschen steuern, wo man vielleicht noch einen Stempel hinhaben möchte. Ist jetzt auch keine Sache, wo man sehr lange mit warten sollte, denn auch das unser Versamark trocknet ja auch. So, dann lege ich ein Papierchen unten runter und streue unser Embossingpulver über unser Designpapier. So, jetzt können wir schon sehen, wo wir überall unseren Stempel hingesetzt haben. Und da gibt es schon noch so ein oder zwei Lücken, die ich dann noch gerne schließen möchte. So sieht es jetzt aus. Und jetzt werde ich es ganz schnell noch mit dem Heißföhn embossen. Das ist mein selbst kreiertes Designpapier. Ich habe noch ein bisschen nachgearbeitet, deswegen sieht es jetzt ein bisschen anders aus wie gerade. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich dieses Designpapier kreiert habe für unseren nächsten Super Sonntag, der am 15.04. anzuschauen ist. Lass dich überraschen, was ich daraus herstelle. Wenn dir dieses Designpapier gefällt, du siehst ja, es ist ganz schnell und einfach hergestellt. Ich möchte dich einfach nur ermutigen, such dir ein schönes Stempelset heraus und leg einfach mal los. Du wirst sehen, es macht so richtig Spaß. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich dir gezeigt habe, wie schnell und einfach man ein Designpapier kreiert hat. Lass mir deinen Daumen hoch da. Bis dahin, wie immer. Aus Pulheim, kreative Grüße.